Hallo meine lieben Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy mit dem Shardox. Ja gut, dann machen wir mal weiter. Ja, beim letzten Mal sind wir mal ein bisschen durch die Gegend hier rumgeirrt, aber das ist ja nicht ganz so tragisch, denn ja, wir konnten einiges an Smalltalk mit den NPCs halten und hätten wir sonst glaube ich nicht gemacht. Und ja, jetzt lass uns doch einfach mal hier dran gongen. Oh, was ist denn das? Lass uns gehen! Ich sagte, lass uns gehen! Hey, wer denkst du? Oh, was machst du, Idiot? Du. Corneo? Ohi. Ich habe endlich ein neues Mädchen. Zwei, um genau zu sein. Ohi. Zwei? Hey, lass mich los, dass wir es noch bereuen. Okay, Gewitterblitz, danke. Und ein Elixier. By any mean. Achso, wir haben ja gar keine Materie. Lustig bin ich. Da ist er. Er ist Corneo. Lass ihn denn nicht entkommen. Oh? Angriff. Ja, wow, wie schlecht ist das denn? Der Fettwanz, der moved irgendwie aus. Der weicht aus und dann sagte ich, der moved aus. Der moved aus! Und ja, wer wird dann im Kampf verwickelt hier mit den Leutis? Wir. Ja, klar, natürlich, so läuft das. So, klaut auch eine Runde pennen, wunderbar. Aber irgendeiner von euch ist doch immun dagegen. Beziehungsweise, jetzt sind die anderen schon wieder wach. Alles halb so wild. So, wo ist denn der jetzt hin, der Don, hä? Ja, der ist scheinbar hier unten lang. Ach, da kommen wir hier raus. Tja, wer hätte es gedacht? So, ich glaube, jetzt müssen wir aber zum Berg. Jetzt bin ich mir relativ sicher. What the fuck is this shit? Codierung überlastet? Willst du mich verarschen? OBS, du weißt schon, welches Spiel wir gerade hier spielen, oder? Elena. Was ist los, Root? Corneo hat viel Talent, wenn es darum geht, zu fliehen. Elena. Lass uns gehen, Root. Jetzt zeigen wir ihnen, was die Turks alles können. Hört sich nicht schlecht an. Wenn er Elena an der Hand hat, dann wird's schwierig. Und... Ja gut, Corneo hat Yuffie entführt. Und ohne Yuffie haben wir keine Chance, unseren Materiezug zu bekommen. Versteht mich nicht falsch. Ich hab nicht vor, mich einzumischen. Lassen wir uns doch einfach gegenseitig in Ruhe, okay? Einverstanden. Wir haben auch nicht die Absicht, mit den Turks zu kooperieren. Also, in welche Richtung ist Corneo abgehauen? Das ist ja eine tolle Einstellung. Hier ist ein Tipp. Es ist der Ort, der am meisten auffällt. Der Ort, der am meisten auffällt? Naja. In Bezug auf was? Der am meisten auffällt? Fällt das wirklich am meisten auf? Finde ich jetzt nicht, aber okay. Endlich bist du da. Wir teilen uns auf. Tu, was du willst, aber bring Elena nicht in Gefahr. Keine Angst, wir tun die Mädchen nichts. Yuffie, vorerst. So, ich glaube, wir müssen da rechts lang. Da, wo Reno hin ist. Nicht? Mach keinen Blödsinn. Ist dir klar, dass der Feind nicht auf uns wartet? Hm? Okay, ich wollte gerade sagen, wir kämpfen jetzt aber nicht gegen Renos. Nee, sondern hier gegen diese komischen Random-Encounter. Ganz klare Sache. Oh. Ja. Irgendwie erinnern diese komischen Viecher da rechts mich an diese Mantis-Viecher. Vom letzten Mal sagte ich Hunter x Hunter. Ja, irgendwie doch schon. Irgendwie. Weil das so ein Mischmasch aus allem möglichen Crap ist. Aber die Mantisviecher sind eh nicht crappy. Mach keinen Blödsinn.
Oh, er rennt. Ach so, wir haben ihn gestört beim Weiterrennen. Steht er so vor der Höhle? Aha, jetzt geht er auch noch rein. Lass mich gehen! Lecker, fabelhaft. Ich glaube, ich habe ein neues Hobby gefunden. Was soll es sein? Soll ich mit ihr gehen? Ich gehöre zu den Turks. Glaub ja nicht, dass du damit durchkommst. Oder vielleicht mit ihr? Oh Gott, hätte ich geahnt, dass das passiert, dann hätte ich das Abseiltraining etwas ernster genommen. Ich habe mich entschieden, meine Gesellschafterin für diese Nacht soll die Fröhliche sein. Unverschämtheit! Leg dich nicht mit mir an, Alter! Du hast ja nicht mal Materia! Oh, und sie ist ganz schön knackig. Okay, das reicht. Wow, was ist hier los? Wer ist da? Oh Mann, Cloud! Lang nicht gesehen. Sag nicht, du hast vergessen. Vielleicht vergibt Gott einen hässlichen Arsch wie dir, aber ich sicherlich nicht. Mir ist egal, was du tust, genau wie die idiotische Art, wie du es tust. Sei still, keiner von euch ahnt, wie sehr ich seitdem gelitten habe. Es ist eine lange Geschichte, aber... Ist mir völlig Schnuppe. Du lässt die beiden Mädchen laufen. Ihr meint es ernst. Gut, gut. Diesmal kann ich mir auch keine Späßchen leisten. Warum hast du meinen kleinen Apps umgebracht? Apps. Ihr könnt mit meinem neuen Haus hier spielen. Dann kommt ihr mir nicht in meiner Suche nach meiner Braut in die Quere. Ah ja, okay, wie auch immer. Nimm erstmal die Zigarre aus dem Mund, du. Raps! Hierher! Apps und Raps? War Apps das komische Ding in der Kanali? Nee, das war das nicht. Das hieß doch ganz anders, oder? Apps? Wer war Apps denn nochmal? Skorpionschwanz, hm? Ach, keine Ahnung, ich bin verwirrt. So, hier können wir ja natürlich ein bisschen was verwenden. Und zwar... irgendwo ganz weit unten. Hier, Gewitterblitz oder so. Falls Gewitter hier überhaupt effektiv ist. Wow. Wie lame ist das denn bitte? Hä? Wo sind denn die ganzen Feuercocktail? Oh mein Gott, wir sind so weak. Warum? Ich weiß nicht, wieso wir damit so wenig Schaden machen, aber irgendwie... Oh! Ja. Never mind, wir greifen nur noch an. Ja. Never mind. Oh, das war sehr nett. Sehr schön. Halt! Moment mal! Halt's Maul! Hör mir einfach zu, es dauert nicht lang. Warum sollte so ein böser Kerl wie ich seinen Stolz bezwingen und um Gnade betteln? Erstens, weil er bereit ist zu sterben. Zweitens, weil er siegesicher ist, weil er keine Ahnung hat. Nah dran, aber leider daneben. Ah! Das macht mich wahnsinnig! Wenn ich diesen Knopf drücke, fallen sie kopfüber und dann gibt's Tomatensaft. Mist! So lebt also ein Verlierer. Hahaha, ich werde zuletzt lachen. Nein, das werden wir. Boah, was ist hier los? Wer ist da? Die Turks! Du wusstest, dass das passieren würde, von dem Moment an, als du das Geheimnis verraten hast. Wir werden uns um dich kümmern, persönlich. Mist, dann kommen sie alle mit mir! Ah! Gutes Timing, Root! An die Arbeit.
Alles klar, Corneo. Das wird kurz, also hör zu. Warum glaubst du, haben wir uns mit diesen Typen zusammengetan, um dich zu erwischen? Erstens, weil wir bereit sind zu sterben. Zweitens, weil wir siegessicher sind. Drittens, weil wir keine Ahnung haben. Zwei? Nummer zwei? Ganz falsch. Nein, warte! Ha! Die richtige Antwort ist, weil es unser Job ist. Oh, vielen Dank. Ich hätte nie gedacht, dass du darauf kommen würdest. Elena, sei kein Schwächling. Du bist ein Turk. Ja. Also dann, danke für heute. Ja, das ist Reno. Ja, ich kümmere mich sofort darum. War das die Firma? Ja, sie wollen, dass wir Cloud suchen. Und? Heute ist unser freier Tag. Das ist doch total egal. Lass mich runter. Puh, perfekt. Nun ist die Materie wieder an ihrem rechtmäßigen Platz. Oh je, die Reihenfolge ist total durcheinander. Hä? Oh, das ist schon in Ordnung. Seid nicht so pingelig. Jedenfalls war das ganz schön knapp. Nein, normalerweise würde ich die verprügeln. Bumm, zack. Dieser Corneo ist eine Plage. Da hätte ich lieber mit meinem Vater zu tun, als mit dem Typen. Übrigens, einige von diesen Burschen der Turks sind richtig gut, nicht? Wenigstens haben wir am Ende die Materie wiederbekommen. Auf jetzt, Leute. Lasst uns unsere Reise fortsetzen. Hä? Warte. Oh, na gut. Hier, ich gebe es euch. Hier, sieh mal. Materia MP-Absorption. Komm, warte! Egal, was ihr sagt, ich komme mit euch. Nächstes Mal. Zack. Ich weiß nicht, wieso und weshalb. Ich glaube, dass es im Remaster, im Remake definitiv nicht so lustig dargestellt werden wird, wenn überhaupt nicht so, weil wer mit gesundem Menschenverstand sollte eigentlich so einen mitnehmen. Na, es gibt so manche Komikmomente in FF7, wo man sich denkt, so, ach, I don't know, wie sie das im Original, im Remake machen werden tatsächlich. So, Yuffie ist natürlich eine ganz, ganz wichtige Memberin in unserer Truppe. Ist natürlich die Frage, will ich Vincent, will ich Sid, wen will ich überhaupt haben? Tja, ich glaube, wir nehmen Yuffie tatsächlich anstelle von Vincent, because, because. Alter, jetzt guck mal, Zauberschuriken, wie das Ding abgeht. Das hat 64 Attack, das ist eine ganze Menge. Gut, jetzt aber einmal gucken, wie wir es tun. Wie wir es zusammentun. Achso, hier muss ich hin. Ordnen, tauschen. So, müssen wir mal gucken. Alle, Umnebelung. Mein Gott, du hast hier wirklich nur Crap gemacht, Yuffie. Yuffie, was hast du denn hier? Und interessant, dass sie selbst was ausgerüstet hat. Achso, Feintechnik, sie hat... Oh, lol. Hatten wir das gar nicht getauscht? Nee, natürlich nicht. Sie ist ja abgehauen. Abgezischt. Das heißt, also bei ihr passt das noch einigermaßen? Das ist gut. Wieso ich jetzt 1 Million mal hier drüber gehe über die ganzen Felder? Ich habe noch mal ganz kurz geguckt, wie viele Sterne die ich habe. So, Cloud. Achso, gucken wir. Wow. Wow. Hier, das musst du noch fertig lernen. Das Ding ist ja fast auf Master. Ich hatte euch zumindest gesagt vor 2 Folgen oder so, dass ich euch mal zeige, wie viel so eine alle Materie wert ist tatsächlich, wenn sie gemaxt ist. Dazu kommen wir gleich noch. What the f... Da ist er auch auf Master. Wie auch immer, wir...
Ich weiß gar nicht. Ich glaube, zum Leveln ist das ganz geil, wenn das so ist, wie es jetzt ist. Okay, dann müssen wir nur mal gucken, wie wir es genau machen wollen. So, okay. Beziehungsweise, das war, glaube ich, gar nicht schlecht, was hier war. Also, wir wollen auf jeden Fall, dass er heilen kann. So, und ich weiß, es ist jetzt gerade eine frische Alle-Substanz. Aber ist okay so. Wo haben wir denn jetzt hier Genesung? Da, Genesung. Und hier haben wir auch nochmal alle. Was könnte hier noch nützlich sein? Kann ich die auch hier tatsächlich ordnen? Ordnen. Ah, so. Jetzt ist das ein bisschen besser hier. Machen wir mal hier einen Hitzezauber alle. So, Nebenwirkungen. I don't know. Hier packen wir nochmal alle rein. Beziehungsweise, wir wissen noch nicht genau, was wir bei Cloud machen. Hier Kälte, Gewitter. Behandlung, Single Target geht auch noch so. So, und Feintechnik muss auch einer von euch haben. Aber das ist eher Cloud, würde ich sagen. Schutz, Gegenangriff, Fernangriff ist für Cloud, extra HP auch. Ich weiß, meine HP verringert sich dadurch. Aber ich mach's jetzt einfach mal trotzdem so. Because I don't care. So, Cloud. Du hast hier doppelt, hier hast du normal. Mir ist das Wachstum gerade nicht so wichtig, das ist eher so sekundär. So, also nehmen wir mal die Schmetterklinge, oder was? Ja. Guti. So, alle. Achso. Natürlich ein bisschen wasted jetzt. Also Feintechnik auf jeden Fall, klar. Oh, das ist natürlich ein bisschen wasted hier, wenn ich hier keine vernünftigen Sachen drin habe. Wo ist denn meine ganze Genesung? Ich habe das Gefühl, mir fehlt irgendwie was. Moment. Wieso habe ich das Gefühl, hier fehlt was? Weil was tatsächlich gefehlt hat. So, Feintechnik hast du drin. Yuffie hat auch Feintechnik drin. Okay. Kann ich jetzt nicht einfach das da rausnehmen? Nein. Hier, Genesung. Und alle Zerstörung. Ne, nicht unbedingt. Da ist Tod drauf. Erde. Mhm. Kann man eigentlich Todesstoß zusammen mit Nebenwirkungen koppeln? Zufällig, by any chance? Ah, was wir aber machen könnten, wäre, wenn wir Zerstörung koppeln. Zusammen mit Zusatzwirkungen oder Nebenwirkungen. Ist das eine Zusatzwirkung? Nebenwirkung war, glaube ich, Element. Zusatzwirkung immer Zustand, ne? Zusatzwirkung und die letzte Stufe von Zerstörung könnte doch funktionieren, theoretisch. Gehe ich mal von aus. Oh, der hat hier Master. Master brauche ich hier gar nicht. So, dann machen wir das einfach mal so. Hier ist noch ein Master. Todesstoß. Ich weiß nicht, was ich hier reinpacken soll. Raub. Raub mit Cloud. Fernangriff. Ja, ich weiß, es ist alles nicht so optimal hier. I know. Aber wenn ich nochmal Fernangriff habe, dann kann ich auch Sid nach hinten packen. Wobei das echt verdammt lange dauert, bis wir überhaupt soweit sind. Oh, Jesus Christ. Oh, Leute, ehe man sie versieht, ist auch schon eine ganze Folge vorbei. Das hätte ich jetzt gar nicht erwartet, dass das so schnell geht hier. So, wir speichern mal hier eben ab. Und dann zeige ich euch mal eben nochmal schnell, wie viel so eine alle Materie tatsächlich wert ist. Ich glaube, hier können wir rein.
Hallo, willkommen! Man soll das Eisen schmieden, solange es heiß ist. Materia. So. Hier seht ihr, Leute, wenn ich diese eine Master-Materia verkaufen würde, die ich habe, bekommen wir 1,4 Millionen Gil. What the fuck? Ich finde es auch geil, wie dann steht, wenn man das verkauft, übrige Gil 1,6 Millionen. Jetzt gerade haben wir 250.000. Dadurch erhalten wir 1,6 Millionen. Also sind wir bei 1,6 Millionen. Das ist natürlich super heftig. Und, oh, das Ding, das können wir auch noch lernen. Komisch, warum habe ich das gar nicht equipped? Naja, also wir können es auf jeden Fall einmal verkaufen. Einfach nur, um einmal dick fett Money zu haben. Ist gar kein Problem, Leute. So, wobei mir das jetzt hier besser passen würde, wenn der hier statt Schutz hier Raub haben würde. Und er nimmt dann nochmal alle und lernt die weiter. So, Rich Bitch sind wir jetzt auf jeden Fall. So, dann nimm du hier Raub. Und alles ist in Ordnung. Gut, alles klar, meine Damen und Herren. Dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle jetzt noch einmal ein kleines Päuschen und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder in FF7 in aller Frische, wenn wir vermutlicherweise zum Tempel des alten Volkes gehen. Tja, ich glaube, da müssen wir nämlich als nächstes hin. Gut, alles klar, ich bin jetzt raus, bedanke mich sehr herzlich fürs Zuschauen und falls euch die Folge gefallen hat, so wie immer, könnt ihr gerne ein Like, Kommentar oder wenn noch nicht vorhanden, ein Abo da lassen, würde mich auf jeden Fall freuen. Jetzt bin ich aber definitiv weg. Ciao, ciao.